War's das? Das muss genügen. So werdet ihr als ein echter Gast durchgehen. Zumindest bis ihr den Mund aufmacht. Seid ihr bereit, die Kutsche zur Botschaft zu besteigen? Keine Sorge, das wird alles bis zu eurer Rückkehr auf euch warten. Seht nur zu, dass ihr mit den Informationen, die wir brauchen, lebend wieder dort herauskommt. Viel Glück. Danke. Dann besteigen wir doch mal die Kutsche. Mal gucken, wo es hingeht. Da kommt wohl noch jemand zu spät zu Elen Bens kleiner Abendgesellschaft. Und dann kommt ihr auch noch mit der Kutsche an. Ich grüße euch, werter Herr. Meine Verspätung liegt an den verwirrenden Wegen dieses götterverdammten Berges. Ich hatte nicht die Absicht, verspätet anzukommen. Willkommen in der Interessiert mich der nicht. Eure Einladung, bitte. Ja, hier, bitte. Geht einfach hinein. Eigentlich komme ich ja lieber... Nun denn, alles klar. Hier ist meine Einladung. Ich habe keinen vergiftet. Auf in die Timerbotschaft! Wir scheinen schon einen Freund gefunden zu haben, weil wir sind ja nicht alleine zu spät. Aber naja. Willkommen. Hallo. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Elen Wen, die Botschafterin der Talmor in Himmelsrand. Und ihr seid... Ja, Elen Wen, ich heiße Yabu LP. Es freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Ich habe euren Namen auf der Gästeliste gesehen. Bitte, erzählt mir mehr über euch. Was führt euch in dieses... nach Himmelsrand? Was gibt es, Malbon? Ich habe gehört, wir haben leider keinen Altowein mehr. Gestattet ihr, dass ich den Arentia hole? Natürlich. Ich hatte euch doch bereits angewiesen, mich mit solchen Kleinigkeiten nicht zu behelligen. Ja, Frau Botschafterin. Verzeihung. Wir müssen uns später besser bekannt machen. Bitte, amüsiert euch. Ja, herzlichen Dank. Das ging wohl gerade nochmal gut. Was benötigt ihr? Natürlich. Ich bin bereit. Lasst mich mal sehen, ob wir davon noch eine Flasche haben. Ich an der Tür darauf warten, dass alle abgelenkt sind. Da die Soldaten alle im Krieg kämpfen, gibt es niemanden mehr, der die Banditen jagt. Das Reisen ist Wie kann ich euch dienen, mein Herr? Also gut. Das will ich nicht abstreiten. Habt ihr haben wir jetzt eigentlich unsere Sachen wieder? Nun, ich habe gehört, dass Ulfric Sturmmann gefallen ist, als er Windhelm gegen einen Drachen verteidigt hat. Worte werden gesprochen, Worte bleiben unausgesprochen. Ich würde darauf wetten, hütet euch vor den Talmor, denn sie sind in beiden Sprachen bewandert. Okay, Jarl Igrot Rabenflehe, amüsiert euch. Essen sind gut und schön, doch Ehrlichkeit ist selten so angenehm. Okay, besucht ihr die Botschaft oft? Worte bleiben unausgesprochen. Hütet euch vor den Talmor, denn sie sind in beiden Sprachen bewandert. Aus diesem Grund meide ich sie, wann immer ich kann. Und warum sind sie dann hier? Was muss ein Mann tun, um hier etwas zu trinken zu bekommen? Oh, entschuldigt. Ich muss euch übersehen haben. Darf ich mich vorstellen? Raselan. Import und Export ist mein Beruf. Beobachter der menschlichen Natur, meine Berufung. Okay. Ihr habt ein sehr scharfes Auge. Ihr seht durstig aus. Ich habe einen mächtigen Durst, der nicht gestillt werden kann. Und keiner der Kellner will mir was zu trinken bringen. Elen Wen muss Ihnen befohlen haben, mich austrocknen zu lassen, dieses kaltherzige Miststück. Auf jeden Fall. Sie hat wohl Angst, dass ich wieder aus der Rolle... Geht ja auch nicht. Dann will ich euch nicht länger stören. Aha. Ich brauche noch was zu trinken. Dann, Ja? Guck Hier, ich doch mal. Bitte der Herr. Ich möchte etwas trinken. Kolovianischer Weinbrand. Kann ich euch sonst noch etwas servieren? Bis zum nächsten Mal. Nein, danke. Was muss ein Mann tun, um hier etwas und zu du? Trinken zu bekommen? Ich will ja nichts sagen, aber hier habe ich etwas zu trinken. Seele in einem Heer von Pfennigfuchsern und alten Knausern.
innerhalb der Stadt. Wenn es Sie etwas geben sollte, womit ich euch helfen kann, müsst ihr unverzüglich zu mir kommen. Die meisten von ihnen sind bettelarm und schlafen zusammen. Das lasse ich mir doch nicht zweimal sagen. Und deswegen sage ich, oh, es gibt tatsächlich etwas, das ihr für mich tun könntet. Ich kann gleich damit anfangen, euch für eure Großzügigkeit zu entlohnen. Sprecht weiter. Ihr müsst Aufsehen erregen und die Aufmerksamkeit einige Minuten lang auf euch lenken. Dann seid ihr an der richtigen Stelle. Man könnte sagen, dass es zu meinen Spezialitäten zählt, aus der Rolle zu fallen. Trete zurück und bewundert das Werk meiner Hände. Jetzt bin ich gespannt. Alle mal aufgepasst. Könnte ich bitte eure Aufmerksamkeit haben? Ich habe euch etwas mitzuteilen. Lasst uns auf Illenven anstoßen, unsere Geliebte. Natürlich im übertragenen Sinne. Was macht ihr denn da? Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass jemand sie ins Bett bekommen möchte. Obwohl, die meisten von euch stecken ja ohnehin schon unter einer Decke mit ihr. Aber auch das natürlich. Los, lasst uns gehen. Schnell, bevor uns noch jemand bemerkt. In Ordnung. Nehmt eure Hände weg. Das ging leichter als gedacht. Ich werde mich ab jetzt benehmen. Lasst mich das Gespräch führen. Wir können ja schließlich unsere Talmor-Oberherren nicht beleidigen, nicht wahr? Jemand, bring mir mal was zu trinken. Schnell! So weit, so gut. Hoffentlich hat uns niemand hinausschleichen sehen. Wir müssen durch die Küche. Eure Ausrüstung ist in der Speisekammer versteckt. Bleibt einfach in meiner Nähe und überlasst okay. Das Reden mir, kapiert? Folgt mir. Kapiert. Alles klar. Also wenn ich jetzt still bin, ne, er hat's mir befohlen. Ihr wisst doch, dass ich keine fremden Gerüche in meiner Küche mag. Ein Gast fühlt sich nicht gut. Lasst die arme Seele in Ruhe. Ein Gast? In der Küche? Ihr wisst, dass dies gegen die Regeln ist. Regeln, Zavani? Wirklich? Mir war nicht bewusst, dass das Essen von Mondzucker erlaubt ist. Vielleicht sollte ich die Botschafterin fragen. Los, raus da! Ich habe nichts gesehen. Eure Ausrüstung ist in dieser Truhe. Ich werde die Tür hinter euch verschließen. Vermasselt das bloß nicht. Beeilt euch. Okay. Ich muss wieder alles zurück, nehmen. Bevor jemand meine Ab. Halt bemerkt. Wesenheit merkt, ich weiß, bla bla. Habt viel Glück, ihr Augen seid jetzt auf euch allein gestellt. Na, das klingt doch gut, auf uns allein gestellt, das ist doch unsere Spezialität. So, Bekleidung. Zap, 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 zap. Nein, die, nicht die Fest. Nein, 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 nein. Und den Ring. Und die Stiefel. So. Hören Sie. Packen wir direkt mal alles schön rein. Und dann nehmen wir mal den Frostatmer. Okay, den haben wir schon. Und den anderen Elfenbogen. Okay, der hat keine Verzauberung mehr. Dann müssen wir diesen hier nehmen. Gerade von ihr etwas gehört? Was war das? Ups. Na komm. Einzige war. Genug, genug. Ich hätte. Das war jetzt eigentlich nicht geplant, dass wir so schnell entdeckt werden. Das ist schon wieder ein Elfenhammer. Diesmal wiegt der nur eins. Ich glaube, ich packe mir mal diese Elfenrüstung mit. Moment, Moment, Moment. Ach, jetzt habe ich den Feuerart. Unmöglich, sagst du? Wer von uns beiden fliegt hier gerade durch den halben Raum, hä? Oh. Ja, ja. Upsa. Komm, du Zauberer. Wie lange kannst du dein Schild aufrecht halten, ne? Okay, lang genug, würde ich mal gerade so behaupten.
Na komm. So. Achso, den haben wir ja schon ausgezogen. Da stehen nur Stiefel rum. Zauberer der Talmor, Honigwabe, wieder was Neues. Tja, Zerstörungszauber kosten 12% weniger Magika, das ist ja, ja eher schlecht für uns. Hier haben wir wieder... Ach, das ist leicht, das sind leichte Elfenrüstungen, okay. Das sehe ich ja gerade erst. Ist ja mal ganz cool, dass wir die Sachen dann einfach mal mitnehmen. Vielleicht können wir damit noch was anfangen. Talmor-Robe, die war nicht so gut. Hier liegt soweit nichts mehr. Becher, die wir nicht brauchen. Talmor-Stiefel, die nehmen wir mal mit. Vielleicht ist es ja doch irgendwie was. Da geht's nach oben. Da brauchen wir einen Schlüssel für. Und ich glaube, wir sind jetzt neben dem Saal, wo die Feier stattgefunden hat. Knoblauch, den packen wir mit ein. Müll. Knoblauch. Hoffentlich geht das alles gut und hoffentlich läuft das alles so, wie es geplant war. Tränke packen wir natürlich alle schön mit ein. Wären ja dumm, wenn nicht. Der Kuchen und der Diamant schon im Let's Read veröffentlicht. Könnt da gerne mal reinhören, wenn ihr da Lust drauf habt. Sehr schöne Geschichte. Mit einem sehr ironischen Ende. Was mir gut gefallen hat. Also noch mehr Talmor-Stiefel. Oh, ich glaube, das war jetzt der falsche Weg. Naja, egal. So sieht ein schreiender alter Mann aus.